Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Minecraft und wir gehen auch gleich wieder auf Fortsetzen. So, die Frage ist, was werden wir heute tun? Und zwar habe ich mir da überlegt, dass wir heute vielleicht mal wieder in der Aufnahme in eine Höhle gehen. Denn unsere Rohstoffe werden ja etwas knapp. Und die Monster, die habe ich auch schon wieder eingeschaltet. Jetzt muss ich erst nochmal kurz hier im Lagerhaus was gucken. Ja, und zwar werden wir das nicht mit Schildern machen, sondern ich habe da was Besseres, mir was Besseres überlegt. Und zwar gibt es ja hier diese komischen Lederdinger, wo man die Sachen reinmachen kann und das werden wir dann so machen mit Bildern. Weil lesen, das ist ja ein bisschen schwierig immer. Und ja, darum werden wir das hier mit diesen Lederrahmen machen, wo wir dann jeweils die Rohstoffe anzeigen werden. Die kann man ja auch so drüber machen. Ob man das dann da oben noch unbedingt sieht, ist dann die Frage. Weil hier dazwischen... Müssen wir nochmal gucken, was waren hier drin? Lapis Lazuli? Ah ja, aha, aha. Hier war Eisen. Da muss ich mir mal ein bisschen was klauen. So, ich versuche mir jetzt einfach mal 12 Spitzhacken zu machen. Ach, Quatsch. Nein! 4 Spitzhacken. Und dann werden wir mal in die Höhle gehen. 1, 2, 3, 4. Dann brauche ich natürlich noch Kohle, wo ich keine Ahnung habe, in welcher Kiste das jetzt war. Scheiße. Da ist es auch nicht. Alter, wo war denn jetzt die Kohle? Ne, hier war, glaube ich, lauter Grünzeug und so. Brot haben wir auf jeden Fall genug dabei. Das sollte nicht das Problem sein. Alter, wo habe ich denn die Kohle hingetan? Nein, nein. Ah ja, ein Schwert sollte ich mir auch mal mitnehmen. Na, hier so ein Eisenschwert. Eine Axt nehmen wir auch mit. Falls wir Holz sammeln, dann sortiere ich das erstmal hier schnell. So. So und so. Das Holz tue ich mal dahin. Was war da hier? Haltbarkeit, Effizienz. Nehmen wir auch mal eine mit. Ich habe ja eh bloß eine. Dann nehme ich mir noch einen Wassereimer mit. Das Ei, das werfe ich dann draußen irgendwo hin. Und eine Schaufel ist auch immer gut, wenn man die dabei hat. Yo! Aber jetzt würde ich trotzdem gerne wissen, wo die Kohle war. Da war Holz. Wolle. Nee, nee. Da war auch nochmal Holz. Schienen. Was war das hier für Holz? Eichenholz. So. Wo war denn jetzt die Kohle? Da ist es auch nicht. Da haben wir Steine. Obsidian brauche ich nicht. Scheiße. Dann ist die Kohle wohl doch noch im Haus. 63 Brote sollten für die Höhlentour reichen, hoffe ich mal. Ich will nämlich nicht unbedingt verhungern. So. Na, jetzt. Und irgendwie gab's wohl noch ein Update, also ein Patch, wo die Bugs, bei mir gab es da so einen Lichtbug, der wurde wohl jetzt dadurch hoffentlich wieder gefixt, dass der nicht mehr auftritt. So, 32 Fackeln, das ist ja schon mal ein Anfang. So. Ja, dann kann es ja eigentlich schon losgehen. Ich weiß zwar nicht, in welche Höhle wir gehen. Karte habe ich auch dabei. Sehr gut. Da muss ich jetzt mal kurz gucken, wie sieht denn die überhaupt aus? Aha, aha, aha. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen Richtung Norden, würde ich sagen. Na, Alter, das geht ja schon wieder gut los hier, wenn ich mit der Fresse voll gegen die Tür laufe. So, wo wollte ich hin? Ja, genau, die Richtung stimmt schon. Gehen wir mal Richtung Osten erstmal. Und schauen und... Au.
Ja. Richtung Osten geht es jetzt. Ein Krieger geht mal wieder auf Reisen. Alter, wieso sind hier so viele Höhlen, die noch nicht erforscht sind? Gehen wir einfach mal hier rein. Die wird bestimmt nicht groß sein, glaube ich. Nicht hoffe ich, glaube ich. Ich hoffe natürlich, dass. Hä? Ach, komm. Das ist doch wohl jetzt nicht dein Ernst hier, oder? Aua! So, Erfahrungspunkte müssen wir ja auch sammeln, damit wir wieder ein bisschen enchanten können. So, dann sammeln wir erstmal wieder, wie gehabt, die Kohle ein. Und ich weiß nicht, ob man es hört, aber die Sounds von den Erfahrungskügelchen wurden auch verändert. Ich finde, die hören sich jetzt ein bisschen blöd an. Ist nicht mehr so ein schönes Klimpern wie am Anfang. Es hört sich jetzt irgendwie so hell, so ein hohes Klimpern ist das. Hier sieht es ja schon wieder einladend aus. So. Nein, natürlich. Mein grüner Freund ist natürlich auch immer mit von der Partie. Fantastisch. Ich bin da nicht so begeistert von, wenn die so schnell explodieren. Halt, Fackeln setze ich jetzt immer links. Ach du Scheiße. Aber irgendwie gibt es hier noch wenig Rohstoffe, muss ich sagen. Okay, hier scheint es ruhig zu sein. Ach, Spinni! Aua! Und ja, ich gebe es zu, ich habe den Schwierigkeit wieder auf leicht gestellt, nicht auf normal. Aber wir werden ja später auch wieder auf normal spielen. Und wieso hungert denn der so schnell? So, da geht's auch noch hin. Du willst mich doch wohl verarschen, dass du mich von da unten triffst. Geht doch gar nicht. So, da eine Fackel hin. Natürlich ist hier oben nichts, das war ja wieder klar. Und, Moment, ich muss jetzt erstmal was machen. Hat mir ja schon lange nicht mehr gemacht. Ich muss mal kurz Einstellungen, Audio, Musik mache ich mal kurz hier aus. So, und dann werden wir ganz schnell, Moment, das geht fix. Musik auswählen. Das machen wir jetzt mal zusammen. Festplatte, gespeicherte Wiedergabenlisten. Na, es ist ja zwar schon Staffel 3, aber wir müssen trotzdem Staffel 2 nehmen. Weil das so ziemlich die Höhlen-Playlist ist. Und da mache ich mal ein bisschen lauter hier. So. Ich weiß nicht, ob man es hört, ist ja auch egal. Soll ja nur so ein bisschen die Stimmung hier verbessern. Okay, da haben wir Kohle. Ja, doch, ich glaube, man hört jetzt die Musik. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass wir hier ein bisschen ein paar Diamanten finden. Könnten wir echt mal ein paar gebrauchen. Denn mit den 4 Stück, die wir, glaube ich, haben, ist das nicht gerade viel. Nö, das ist ja klar. Ich bin jetzt auch so einer, der jetzt voll diamantengeil geworden ist. Ich will Diamanten. Ich will mir eine Diamantenrüstung irgendwann machen, die wir auch enchanten können oder verzaubern. Allerdings habe ich keine Ahnung, was man da dann drauf zaubert. Wenn das von euch jemand weiß, ob man jetzt zum Beispiel eine Haltbarkeit wird wahrscheinlich gehen. Aber ich wüsste jetzt nicht, was man sonst noch da verzaubern könnte. Seht das? Habe ich doch gewusst, dass eine Schaufel angebracht ist. Und ein bisschen Kies kann man natürlich auch immer gebrauchen. Wenn wir uns so noch ein paar Wege machen wollen, darum nehme ich den jetzt einfach mal mit hier. Und ich muss mal hier eine Fackel setzen, weil hier ist schon wieder extrem dunkel. So.
Und natürlich wieder Kohle einsammeln. Obwohl wir davon eigentlich schon genug haben, aber... Am liebsten wäre es mir ja, wenn wir schon eine Behutsamkeitsspitzhacke hätten. Und eine Glücksspitzhacke. Aber das haben wir ja leider nicht. Drum müssen wir das leider erstmal so machen. Ich hoffe, wir werden irgendwann mal eine Behutsamkeitsspitzhacke bekommen und eine Glücksspitzhacke. So, hier den Kies, alles schön fein einsammeln. Wie viel habe ich denn? Wie viel habe ich? 40. Naja, kann ich mir mal ein Stack mitnehmen. Lalalala. Dreiundfünfzig, alter Schwede. 58. Wieso kommt denn jetzt auf einmal hier so viel so viel Flint mit raus? Feuerstein. Gefällt mir ja gar nicht. War da hinten jetzt Eisen? Nee. Aber da haben wir noch ein bisschen Kies. Dann setze ich da aber nochmal eine Fackel, damit da nicht spawnt, ne? Und dann geht es weiter in die Höhle. Wir sammeln Kohle ein. Yay, Kohle. Da geht's doch bestimmt weiter. Oder auch nicht. Naja, man kann sich auch mal täuschen. Aber jetzt muss es hier erstmal noch zu Stellen gehen, wo wir noch nicht waren. Zum Beispiel hier hinten. Da waren wir hier hinten schon. Na, da hüpft doch ein Freund. Na, mein Kleiner? Aufs Maul. Kannst du haben. Ich höre hier doch noch ein Skelett. Alter, 10 Feuersteine haben wir gefunden. Das ist ja krass, Mann. Krass. Eisen! Huh! Stirb! Alter, wie viel hält der aus? Gibt's ja nicht. Aha. Geht's hier weiter? Natürlich nicht. Warum auch? Auf jeden Fall sammeln wir hier das Eisen wieder ein. Kennt ihr ja. Wir sind ja hier auf Rohstofftour. So. Und dann gehen wir mal hier nach rechts unten. Aber die Kohle hier nehme ich noch mit. Und irgendwo planscht hier einer. Das höre ich doch. Ach, ich weiß hier so viel Kohle, aber ich muss sie ja mitnehmen. Sonst kriege ich Ärger von euch. Und außerdem gibt es ja Erfahrungspunkte dafür. Und wir sind schon wieder fast Level 27. Na gut, Level 26, bis Level 27 dauert es noch, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. So. Alter, da oben ist ja noch mehr. Auf jeden Fall bin ich immer erstaunt, wie viel Erfahrungspunkte man doch nur alleine durch Kohle sammeln bekommt. So.